Hi Leute und willkommen zu einer erneuten Kurzkritik. Und diesmal habe ich The Killing of a Sacred Deer hier. Das ist ein Film von 2017. Regisseur ist Yorgos Lanthimos, wenn ich das richtig ausspreche. Das ist ein Grieche und ja, vielleicht ist den einigen der bekannt. Und zwar hat er Dogtooth gemacht. Das war damals ein Film aus der Störkanal-Reihe. Das Cover war mit so einer schwarzen Katze. Vielleicht erinnert sich irgendjemand daran an dieses Cover. Und ja, der Film war auch, also Dogtooth jetzt war nominiert für einen Oscar, bester ausländischer Film. Das war damals, glaube ich, auch noch eine griechische Produktion. Mittlerweile hier ein etwas neuerer Film ist man hier schon auf amerikanischer Produktion. Genre hier würde ich sagen, kann man auf jeden Fall sagen, dass das hier ein Drama ist. Allerdings auch wirklich im Arthouse-Gewand. Also ist hier, ich denke mal, am meisten könnt ihr was damit anfangen, wenn ich sage, dass der Film eher so Richtung David Lynch-Filme geht. Es wird vor allem am Anfang sehr kühl und emotionslos gehandelt oder auch rein verhalten. Das wird nachher im Finale etwas besser. Nicht viel, aber etwas. Das Ganze nimmt natürlich dem Film so ein bisschen diese Nachvollziehbarkeit auf den Taten und Handlungen, die hier passieren. Allerdings ist das auch ein Stilmittel, auf den man sich einfach einlassen muss. Und man hat hier mit Colin Farrell und Nicole Kidman auf jeden Fall gute Schauspieler, die das Ganze gut in Szene setzen. Ich kann hier auf jeden Fall auch noch Parallelen zu Michael Haneke versprechen, der ja mit Funny Games unter anderem auch sehr intensive Dramen, Horror-Dramen macht. Und ja, es ist auch hier wieder, wie schon auch jetzt, wenn ich schon Funny Games genannt habe, auch hier wieder etwas Terrorfilm mit dabei. Also von der Story her. Ja, ob es nur richtige Twists sind, kann ich eigentlich so nicht sagen, aber man wird auf jeden Fall ein paar Mal überrascht. Und wundert sich auch aufgrund, ich habe es ja eben noch als Stilmittel benannt, aber aufgrund dieser Emotionslosigkeit, die da herrscht, ist es ein bisschen schwierig, wirklich diese Gefühle abzunehmen, weil ja, das ist ja ein Elternpaar und hier passiert zum Beispiel jetzt was mit den Kindern. Und es wird allgemein ziemlich locker anfangs damit umgegangen. Bessert sich dann aber, wie gesagt, etwas. Also von der Soundkulisse her muss ich sagen, hat mir das Ganze extrem gut gefallen, weil hier hat man, da es sich auch um einen sehr ruhigen Film handelt, zwischenzeitlich sehr verstörende Sounds eingebaut, die einen nochmal wachrütteln und diese ganze Intensität auf jeden Fall nochmal untermalen und natürlich auch das Bauchgefühl noch ein bisschen unangenehmer gestalten. Allerdings ist es jetzt auch keine harte Kost, also ich kann jetzt nicht sagen, freigegeben ist der ab 16, das ist auch völlig in Ordnung. Wir haben es jetzt nicht mit einem wirklich heftigen Terrorfilm zu gucken, der irgendwie extrem nahe geht. Mir ging ja auf jeden Fall nicht nah. Das muss ich sagen, ich war sehr gut unterhalten und fand auch die Drehweise extrem gut, weil ich auch Haneke Fan, ja, Fan kann ich nicht wirklich sagen, noch nicht, dafür kenne ich zu wenig, aber ich mag die Haneke-Filme, die ich kenne, sehr gern. Und ja, somit gefiel mir The Killing of a Sacred Deer auch ganz gut. Hier habe ich mir auch auf jeden Fall gesagt, dass mir der in der Sammlung bleibt, auch wenn es nur die DVD ist, das reicht mir. Ja, und zur Benotung kann ich sagen, dass ich hier auf jeden Fall von 10 Punkten schon 7,5 Punkte eigentlich vergeben kann. 7 bis 7,5, ich bleibe mal bei 7,5, da der Film wirklich auch so ein bisschen, ja, nicht einzigartig ist, aber selten. Halt solche Art von Film entdeckt man eigentlich eher selten.
Ja, und für Fans von David Lynch und Michael Haneke, was ich schon gesagt habe, kann ich den auf jeden Fall empfehlen. Leute, die eher so auf Kino-Mainstream-Filme stehen, wird schwierig, kann man aber mal versuchen. Vielleicht kriegt man es ja hin. Auf jeden Fall, ich glaube nicht, dass man mit einem schlechten Film bestraft wird. Also ich denke schon, dass der Film schon so seine Stärken hat, in allen Belangen. 116 Minuten ist jetzt auch nicht zu lang und wir haben hier noch so ein paar ja, Meinungen stehen vom Rolling Stone. Eine unfassbar irre Rachegeschichte. Ja, so eine richtige Rachegeschichte ist es eigentlich nicht, aber es ist auf jeden Fall eine unfassbar irre Geschichte. Absolutely fucking brilliant. Ja, also der Film wird hier, finde ich, ein bisschen höher gelobt, als er dann doch ist. Also es ist kein Meisterwerk, es ist auf jeden Fall schlicht ein guter Film, den ich mir auch gerne nochmal angucken werde irgendwann. Aber mehr geht auch leider nicht. Es ist jetzt kein Meilenstein im Genre. Tja, The Killing of a Sacred Deer. Der geht dann mal in meine Sammlung. Bis denn und bis zum nächsten Video. Haut rein.